Hallo und herzlich willkommen zu Impossible Creatures. Ich kommentiere für euch heute ein Spiel, das ich gegen die Expert AI gemacht habe. Letzte Woche war das, glaube ich. Ich spiele auf der Karte Dirty Croissant. Und wie genau meine Taktik ist, seht ihr gleich. Als erstes schicke ich die drei Arbeiter direkt zum Kohlesammeln und produziere neue Gehilfen im Labor. Wenn die Arbeiter einmal Kohle zum Labor gebracht haben, nehme ich zwei und baue die erste Lightning Rod. Und natürlich die ganze Zeit nebenbei Gehilfen produzieren. Auf der Map hat man relativ wenig Kohle am Labor, nur 4 Kohle vorkommen. Also muss man schon relativ früh die Gehilfen woanders hinschicken, weil man möchte ja nur 2 Gehilfen pro Kohlehaufen. Deshalb schicke ich hier einen recht früh in die Mitte und schicke noch ein paar hinterher, die sollen erstmal abbauen. Und jetzt spare ich auf einen Außenposten, auf ein Kohlelager. Die haben ja jetzt schon Kohle gesammelt. Wenn die das fertig gebaut haben, können die das direkt abladen. Und schon haben wir uns in der Mitte breit gemacht. Was auf der Map ganz gut ist, weil da sind noch mehr Kohlevorkommen in der Mitte. Und auch ein Ort für einen Stromgenerator. Ich lasse jetzt den einen Gehilfen noch fertig produzieren. Ich mache das manchmal ganz gern, dass ich noch einen Gehilfen mehr produziere. Also, ich hätte schon genug Ressourcen, um Level 3 zu gehen. Okay. Habe schon 300 Strom. Und mache dann noch einen Gehilfen. Einfach, weil man ist zwar ein bisschen später oben, aber man hat so viele Rohstoffe. Also mit oben meine ich, man ist später Stufe 2. Aber man ist halt super rich dann. Und auf dem Weg zu Stufe 2 lasse ich jetzt die Gehilfen noch 3 Stromtürme bauen, 3 Lightning Rods, und ich habe mittlerweile schon zu viel Gehilfen an den Kohlehaufen in der Mitte, habe es aber noch nicht wirklich gemerkt. Wir sind jetzt auch schon Stufe 2 und ich habe die ersten beiden Stufe 2 Kreaturen produziert, vernachlässige aber sehr stark die Kreaturenproduktion, sehe ich jetzt. Die ersten beiden Kreaturen sind die klassischen Hyänen mit Zitteraal-Gemische. Und dann habe ich noch ein Chamäleon mit Fledermauskopf produziert. Einfach nur zum Scouten. Jetzt seht ihr, ich wollte hier ein neues Kohlelager errichten. Aber werde direkt angegriffen. Die haben auch Artillerieeinheiten plus Fernkampfeinheiten. Das heißt, die countern direkt meine Fernkämpfer. Deshalb habe ich die erstmal zurückgezogen ein bisschen. Ihr seht schon, was wir für einen großen Sichtradius haben durch den Scout. Und ich glaube, ich habe unten auch angefangen, den ersten Generator zu bauen. Und nebenbei die berüchtigten Cheetah Scorps, also Geparden mit Skorpionen, Gemisch produziert. Einfach weil ich mit Nahkämpfern dann auch gegen die Artillerieeinheiten ankomme. Und die sind zwar alle draufgegangen, aber ich konnte dadurch die Mitte für mich gewinnen. Und produziere weiter Kreaturen und Gehilfen. Nach wie vor immer noch zu viele Gehilfen an den Kohlehaufen in der Mitte. Und die zwei stehen auch schon ewig untätig rum. Jetzt schicke ich endlich mal ein paar woanders hin und verteile die ein bisschen um. Ich hoffe auch, wir sind schon auf dem Weg zu Stufe 3, weil ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass ich hochgegangen bin. Ah doch, ja, bin auf dem Weg. Und da kommen wieder die Artillerieeinheiten und die Fernkämpfer vorne dran. Die feindliche Einheit, die wir da sehen, sind Chamäleon und Gepard.
und hinten dran Gepard und so eine Raupe ist das, glaube ich. Das sind diese Artillerieeinheiten. Die haben eine sehr hohe Reichweite und machen Flächenschaden. Und jetzt sind wir Stufe 3. Dann gebe ich als erstes erweiterte Gebäude in Auftrag in unserem Labor. Es ist einfach eine Technologie, dass man das Forschungszentrum bauen kann. Oder die Klinik heißt es, glaube ich. Und ich glaube, die Gebäude bekommen auch mehr Leben und sowas. Und ja, jetzt habe ich gemerkt, dass die Feinde direkt bei mir um die Ecke am Kohle abbauen sind. Und dort wollte ich eigentlich Kohle abbauen. Deshalb greife ich jetzt dort in ihr Lager an. Und gleichzeitig habe ich das andere Lager noch mit den Skorpion-Geparden angegriffen. Und jetzt geht es schon langsam ganz schön rund. Die Skorpion-Geparden sind sehr stark gegen Gebäude, weil sie Barrier-Destroyer als Fähigkeit haben. Deshalb mache ich mir zwei den gegnerischen Generator kaputt. Der ist jetzt gerade außerhalb des Bildes oben rechts. Und unsere erste Stufe 3 Kreaturen battlen sich mit den gegnerischen Artillerieeinheiten. Es handelt sich dabei um eine von meinen Lieblingskreaturen, die ich für mich entdeckt habe. Und zwar ist es ein Tiger und ich glaube Klapperschlange. Müsste das sein? Ja. Also der Tiger mit Klapperschlange hat eben gute Leben. Also viel Leben, starken Angriff, ist nicht unbedingt langsam so, also es gibt schon schnellere Einheiten, aber für die Größe ist es gut. Und ja, hat Sprungangriff, macht Giftschaden und hat Regeneration. Also alles sehr gute Fähigkeiten. Und hier hinten dran... ebenfalls mit dem Tiger gemischt und mit dem Chamäleon. Das seht ihr jetzt hier in der Mitte des Bilds. Das sind gute Fernkämpfer, haben auch Regeneration, haben auch viel Leben und einen guten Fernangriffswert. Wie ihr seht, habe ich in der Mitte mittlerweile ein paar Türme errichtet. Okay. Zu Hause auch Flugabwehrtürme. Einfach, weil es mir gegen die AI schon öfter passiert ist, dass die dann auf Stufe 3 irgendwann mit Fliegern ankam und ich war nicht drauf vorbereitet. Und ja. Wie ihr seht, habe ich einen sehr guten Überblick, theoretisch zumindest. Also ich kann sehr viel von der Karte sehen, auch die feindliche Basis, weil da mein Scout in der Nähe steht. Der hat eine sehr hohe Sichtrate, Sichtweite durch den Kopf von der Fledermaus. Da unten hat die ihn gerade gesehen. Genau, jetzt habe ich ihn angewählt. Und der ist unsichtbar für die meisten Kreaturen, weil er durch das Chamäleon eben Tarnung hat. Das heißt, wenn ich ihn auf Nicht-Angreifen stelle und irgendwo dahin, dann habe ich die ganze Zeit das Sichtfeld, ohne dass die Gegner den sehen, außer die haben eine bestimmte Fähigkeit dafür. Und außerdem hat die Fledermaus die Fähigkeit Sonar. Das heißt, ich kann immer, wenn die Ausdauer wieder aufgeladen ist, kann ich einen Bereich von der Map einfach aufdecken und den für einen kurzen Moment sehen. Jetzt seht ihr, wie ich hier mit den Fernkämpfern vorrücke. Die haben schon eine gewisse kritische Masse erreicht, mit der sie gut Damage machen. Nebenbei produziere ich weiter Nahkämpfer und baue hier noch ein neues Kohlelager mit Wachtürmen außenrum. So, den gegnerischen Außenposten habe ich ganz schön zerstört. Und jetzt kommen auch hier die feindlichen Fliegereinheiten an. Zum Glück bin ich darauf ja gut vorbereitet.
Und jetzt sehe ich hier die feindlichen Artillerieeinheiten, die natürlich meine Fernkämpfer kontern. Und gehe wieder mehr auf Nahkämpferproduktion. Ich habe sehr viel Kohle und Elektrizität in der Bank. Das möchte man natürlich eigentlich eher nicht. Man möchte ja schon versuchen, die auszugeben. Außer natürlich, man möchte auf die nächste Stufe gehen. Und ja, jetzt attackiere ich schon das feindliche Labor. Das sieht ganz gut aus. Erstaunlicherweise standen die Gehilfen von der KI gerade kurz untätig rum. Vielleicht hat er keine Rohstoffe mehr oder so. Ich weiß auch nicht. Aber sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Jetzt produziere ich ganz viele Skorpion-Geparden. Einfach weil die ja Barriere zerstören haben und sehr schnell laufen können. Das heißt, ich kann jetzt noch schnell ein paar zum gegnerischen Labor schicken und es geht schneller kaputt. Und jetzt seht ihr, wie ich den feindlichen Schwebezug in Brand setze. Und ja, so besiegt man ganz einfach die Tellurian AI auf Extreme. Ihr seht, da war noch Platz für Verbesserungen. Da ist noch Luft nach oben. Und ja, jetzt zeige ich hier noch kurz die Stats. Und die Kreaturen, die ich genutzt habe. Genau, der Rattliger, also Rattlesnake und Tiger, ist, glaube ich, mittlerweile meine Lieblingskreatur geworden. Einfach weil ein starker Stufe 3 Nahkämpfer, finde ich, sehr wichtig ist. Und der hat alle Fähigkeiten oder viele Fähigkeiten, die ich als wichtig erachte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen und schaltet wieder ein zu Impossible Creatures.